Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition hier im DLC-Content mit Krischi. Hallihallo. Hallo. Ich finde, das sieht so aus, als würde die Webcam gleich vom Monitor fallen. Die sieht immer so aus. Echt? Ja. Und ja, nochmal ein dickes Sorry für die letzten gefühlt 4 Stunden. Vier Stunden. Wir hatten da echt ungeahnte Probleme mit der Webcam, ja, mit dem Mikrofon. Mit dem Mikro, genau. Ich hab mich so lachen. Was war das denn? Okay. Das von die Seni bei Toria sagen. So, also. 3, 2, 1. Moin, moin, meine lieben Freunde. Willkommen zu Dark Souls. Mit Sascha. Und mit Leo. Was hast du denn da gemacht? Boah, ey. Wisst ihr, Leute, ich hatte gerade so richtig Bock, jetzt Artorias auf den Sack zu geben. Und dann fängt er so an. Oh, deine Seelen liegen noch da. Also, wir haben heute... Das andere Spiel. Wir haben heute den Tag nach der verkackten Aufnahme. Oh ja. Wir haben schon ein bisschen nachsynchronisiert und hatten jetzt Bock, aber selber noch ein bisschen Dark Souls weiterzuspielen. Oh ja. So, diesmal haben wir auch Ausschlag. Ja, okay, alles klar. Diesmal behalten wir das Mikro ein bisschen mehr im Blick. Genau. Ey, da kann ich plündern. Moos, 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 Moos. Ohne Moos nichts los hier. Ich dachte, ich falle ihm jetzt hinterher. Ja, nicht ganz gut gewesen. Nee. Doch. Also, nächstes Ziel, Artoria. So eine Aktion, wo du den Controller wegnimmst. Shame on you. Ich hab auch kurz überlegt, ihn hier zu lassen. Wenn ich ihn gleich verkacke, dann... Das war einfach so witzig, hätte ich den Controller nicht genommen, hätte ich der Situation an Tragik genommen, weißt du? Wovon ich rede? Da kommt da der Mittelfinger. Du kannst in der Webcam nicht aber so unten sein. Yeah. Außerdem spielst du eh gleich wieder 2 Stunden, also ich muss das kurz benutzen. Ja, auf jeden Fall. Ob es was bringt, ihn zu töten? Nein. Das ist eh nur ein sinnloser Händler. Vielleicht droppt er auch wieder irgendein geiles Item. Nein, wir töten keine NPCs. In einem Video-Tutorial hatte ich einen Typen gesehen, der seine seinen Outfit anhatte, auf jeden Fall. Okay. Viel mehr war hier auch nicht, ne? Hatten wir uns hier noch umgeguckt? Ja. Hier war nichts. Der Weg nach unten wäre noch. Da ging jetzt zum Drachen, ne? Ja. Es wäre auch noch in die andere Richtung gegangen. Ich weiß gar nicht, wo es da hinführt, aber ich finde, wir machen jetzt erstmal Tutorial. Wir machen Tutorial. So. Aber dann auch noch weiter der Weg. Auf dem Weg zu ihm zu machen. Das heißt, wenn man ihn voll blockt. Also man kann ihn nicht voll blocken. Die ganze Ausdauer geht weg und. Es geht schon wieder los. Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hab ich aber, er hat mir Ausdauer und Leben abgezogen. Das heißt, er schlägt durch den Block durch teilweise. Oh, das ist einfach geil. Ja. Ah, zieh dich zurück, das finde ich gut. Nee, jetzt nicht. So. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da drin zu stehen, wenn er das was? Macht. Was? Hin. Ja. Oh! Ui, ja, der hat aber noch richtig einen eingefahren. Ja. Ich riskiere es einfach mal, weil sonst kriegt er. Long Range, genau. Long Range.
Hallo? Spiel? Aua. Das war übel, du Schweinemund. Ja, das war ganz clever wegrollen. Hätte ich vielleicht zur Seite rollen sollen. Habe ich eigentlich gemacht, aber er hat sich nach hinten gerollt. Hat es ihn dann fast auf Half-Life? Ja, entfach mal das Feuer. Du brauchst mehr als 10 Estus. Hau doch mal auf 20, baller weg. Was? Ja, komm. Ich sehe es kommen nach Arturia, es kommt sowieso direkt wieder ein neues Leuchtfeuer. Ist egal, ich will Arturia schaffen. Du kommst da eh nicht mehr zu, weil ich ihn jetzt mache. Bitte. Ich würde mich freuen, wenn du es schaffst. Ich muss aber gestehen, ich möchte gleich noch mal kurz was anderes machen. Weil Christoph mir noch was Interessantes erzählt hat. Quatscht ihr hier die ganze Zeit mit Christoph? Ja, natürlich. Was hat er dir denn erzählt? Dass wir doch nochmal zur Chimäre gucken sollten. Zu wem? Zur Chimäre. Also, den letzten dem Boss. Okay. Und das ist ja nicht weit. Soll angeblich was Lustiges jetzt sein. Was auch immer was Lustiges ist. Ach, hat er nur gesagt, was Lustiges? Ja. Ich habe gesagt, spoiler mir nicht. Weiß ich Bescheid, gucken wir irgendwann, spoiler nicht. Okay. Sehen. Keine Ahnung. Ich hätte dir mal wenigstens sagen sollen, wo was passiert ist. Ich geh sonst nochmal zum Anfang zurück, ganz zu uns. Man weiß natürlich nicht, von welchem Stand die Infos sind. Weil Dark Souls hat ja auch nach der Prepare to Die Edition, glaube ich, noch ein, zwei Patches gekriegt, oder nicht? Ja, das kann sein. Ist jetzt natürlich die Frage, hat sich dadurch noch was geändert oder nicht? Ja, gut. Setz dich doch einmal an das Feuer, dann lädt das Spiel einmal neu. Das ist egal. So wichtig ist das jetzt. So. Gut, dann nicht. Dann jetzt halt doch wieder Arturias. Jo. Fühlt sich schon gut an, nach, keine Ahnung, 4 Stunden kommentieren nur. Endlich wieder selber spielen, ne? So geil. War nicht schlecht. Wie hat das jetzt gemacht? Ach komm. Treff mich halt noch, ob wir wirklich gerade am besten ausgerüstet sind für den Kampf gegen Arturias. Bestimmt schon. Agil wäre natürlich auch nicht verkehrt, aber. Richtig, aber die Kristallele Bade ist zu langsam und er macht uns so schon extrem viel Schaden. Wenn du jetzt noch die Rüstung tauscht gegen was Leichteres. Feuerschwert hat auch so überhaupt nichts gebracht. Nee, das war ja noch schlechter. Und was anderes haben wir nicht. In der Tat. Das gerade Drachenschwert ist wieder. Die coole Hellebarde, aber die ist ja genauso lahmarschig. Und siehst du hier, da hast du die Augen. Quasi. Hier. Ja. Aber das sieht nicht aus wie das Gesicht. Das Gesicht, da oben hast du ja erst den Hals. Also ich meine, dass da oben müsste das Gesicht sein. Ich weiß nicht. Aber unser Charakter ist doch nicht auf einmal einfach größer geworden. Das könnte natürlich auch einfach eine fehlerhafte Animation im Zusammenhang mit der Rüstung sein. Okay, good luck. So, du Fucker! GG, well played. Die Seelen kannst du vergessen, das sind nur 400. Ja, natürlich.
gut. Bei denselben Move hier. Aber dadurch hast du ihn zweimal getroffen. War gut so. Das kannst du ja gar nichts, Junge. Er mag es nicht, wenn man nah an ihm dran ist. Fuck ja, kannst ja. Das war jetzt nicht gut. Nee, 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 das war. Das war mal eine schöne Ausweichrolle. Mach mal ganz Suchi hier, Artorias. Oh shit. Ja, ja. Nein, 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 doch nicht zu ihm hin! Oh fuck, das war's. Weg. Ach komm! Der Angriff ist richtig. Ja, gut. Der Anfang war gut, danach bin ich einmal auf, aus dem Flow gekommen. Kann sie knicken. Heavy. Wir irgendwas haben, was noch einen höheren Stichabwehr hat, aber es ist egal eigentlich, ne? Bro. Physisch ist physisch, also es gibt jetzt kein. Das Spiel unterscheidet nicht zwischen Abwehr gegen Stichwaffen, Abwehr gegen. War noch so eben meine Idee, kann man vielleicht beim Schild noch irgendwas machen, dass man ein bisschen mehr blockt, aber... Was ich jetzt natürlich echt gerne machen würde, wäre irgendwie 10 Punkte aus Resistenz nehmen und 5 in Vitalität und 5 in Beweglichkeit stecken, das wäre geil. Was? Eine Möglichkeit wäre natürlich einmal alle Seelen zu benutzen und noch irgendwie zwei Punkte in Vitalität zu knallen. Aber ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Mhm. Natürlich jetzt ohne die Fürstenseelen. Ja? Also die großen Seelen, meine ich. Die Boss-Seelen. Na, Moosklumpen? Ich wollte nicht. Ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Hatte ich auch schon nachgedacht. Also. Vor allem würde ich dann wirklich sagen, ja. Vitalität wahrscheinlich beide Punkte, ne? Oder ein Vitalität, ein Ausdauer. Ich meine, wir haben halt keine hohe Vitalität, wir haben halt einfach nur eine gute Rüstung. Ich weiß nicht, eine beschissene Vitalität haben wir auch nicht. 24. Verglichen mit dem Rest. Also wir haben halt schon ziemlich schlecht geskillt, weil wir eigentlich, wir haben Stärke und Beweglichkeit beides geskillt. Das könnte auch alles nur ein Perk sein. Und wir haben... zu viel Resistenz gibt. Genau das wollte ich. Ganz genau das wollte ich. Alter. Ich bin Feuer ab hier. Auf die eine Flask kommt es nicht an, aber es kann auf das bisschen Leben ankommen. Oh, komm jetzt one hit down. Bitte nicht. Bitte nicht. Direkt auf ihn zu, ist immer eine gute Idee. Du hast aber richtig viel Glück gehabt, ey. Er hat die Rolle kürzer gemacht, als ich gedacht hätte. Ja, bis zum letzten Angriff Glück gehabt. Der Viecher. Das war mal etwas mehr. Lucky Bastard. Oh ja. Whom are you telling? Ja, natürlich.
gerade gehofft, er macht das, damit ich mit dem Snow rein kann. Was für ein Glück sagst du? Mega! Oh, ouch. Alles klar. Ich hatte ihn genau bei der Hälfte. Danach hat mich das Glück verlassen. Das ist noch nicht die Hälfte gewesen. Doch, es waren genau 6 von 12. Der hat 13. Echt? Okay, dann war es noch nicht die Hälfte. Schade. Sicher. Try it. Ja. Ich bin eigentlich auch eher der Freund von zwei schnellen Schlägen als einen starken. Vor mich konnte teilweise echt drei schnelle Hits setzen. Aber vor allem dann schlägt dann meistens nicht zu, sondern haut sogar noch ab. Richtig, dann, ne, genau. Deine Ruhe hast. Genau. Auf, dass der Endgegner des DLC. Wir haben irgendwo mega den Weg übersehen, das soll man erst am Ende hin. Auf jeden Fall. Weil auch noch ein weiterer Weg aus der Arena führte. Das ist nur ein zweiter Weg rein. Nein, ich wollte mal behaupten, vorher. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Das ist jetzt quasi die Vergangenheit. Ja. Ritter Artorias ist quasi sowas wie der Anfang und der, wenn du ihn besiegst, dann triggerst du quasi die Storyline des DLC. Ja. Hier musst du mal ein Vorbild an dir. An dir. Immer eine gute Idee. Nee, das ist nicht. So, du Fucker. Ja, das war ein ganz lucky glücklicher Angriff. Ja, genau. Ja, das waren 5 Hits. Das war schön. Er hat dich auch noch machen lassen. Fuck. Ach, scheiße. Oder heilen, als wir wollen. Nee. Das war jetzt frech. Aber nicht mit Schaden bei ihm gerechnet. Ich hab jetzt echt speediger und zahles in der Person gemacht. Du bist so eine kleine Hure. Ach. Was? Das habe ich auch gehabt. Das stand ich für einen kurzen Moment. Oh shit, das war jetzt. Ach komm schon! Manchmal ist er echt passiv und manchmal geht er ab wie Spitzkatz. Das hat den mal voll an ihm gesetzt. Machst du ganz schnell an? War nur ein Sprint los. Oh fuck! Das war schön ausgewichen. Oh boah. Ja, nee, warte mal. War mal ganz süß. Nee, das ist aber auch schön. Scheiße. Geh mal hier auf den Sack. Oh, noch ein. Komm, noch ein. Oh shit! Ich glaube, ich am Hals stecken. Also noch einer nicht. Ja, wollte ich sagen. Scheiße. Jetzt angesprintet, komm. Engel haben wir. Oh.
Okay, warte. Nicht greedy werden. Nicht. Hui. Warte mal ganz kurz. Ja, ich muss noch eine Sekunde warten. Komm. Ja. Ja, leg mal. Was? Komm, den hast du jetzt noch. Ja, sicher! Super nice. Scheiße, wie war das, Alter? Willst du mir erzählen? Ja, doch, 50.000. Nice. Bei dem letzten Alter. Ist mir das aber auch am Holz stecken geblieben. Ich hab 14 Flakons bei dem Ficker verbraucht. Alter. Da eine Blutspur oder sowas. Alter Schwede. Okay. Der war heavy, ey. Der war richtig heavy. Aber du hast ihn down gekriegt. Hoi, boah. Das sieht aus wie ein NPC zum... Ne, das ist eine Statue. Hallo. Da kommen wir rüber, okay. Hier fallen wir ganz schön tief. Eine Frage. Hat sich doch gerade was bewegt, oder nicht? Hast du nicht Bock, dich mit dem Heimkehrknochen einmal zum Level up zu begeben und dann wiederzukommen? Der Weg ist ja jetzt nicht wirklich weit. Aber dann kriegen wir mal einen Vitalitätspunkt dazu oder so. Meinetwegen. Und dann red nochmal mit dem Händler, der hat dich doch auf Artorias angesprochen und jetzt hast du Artorias besiegt. Vielleicht sagt er noch irgendwas. Ach komm schon, das ist schon wieder der scheiß CC-Trainer. So, Vitalität wollte ich zu haben. Ja, ich glaube, das wäre nett. Geht ordentlich hoch. CC-Klinger nervt mich hoch. Jo. Kann man Smaugs Rüstung eigentlich verstärken? Wir haben es ja nur mal mit Harvest probiert, das ging ja nie. Waffe verstärken, hier nicht Rüstung. Na gut, okay. Ja. Ganz doof gefragt, kannst du dich von hier überall hin teleportieren? Also kannst du dich auch wieder an Feuerbandschrein teleportieren? Müsste ich. Ja, okay. Jo, na gut. Kann tun, wenn wir wollen. Aus Seele können wir bestimmt auch mit geile Waffe schmieden. Ja. Das will ich doch mal stark hoffen. Gucken wir mal, was man damit machen kann. So, auf Frischis Geheiß. Hast du was oh, zu erzählen? Think of anything. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. So long. Pause. Das ist die eine Hand, da liegen ja noch unsere Seelen. Hey! Die 400. Da betet jemand. Der war eben noch nicht da. You don't say. Hallo NPC?
irgendwer, der zum Artorias Grab geht. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Guck's mal bitte schneller. Warte, Artorias Seele abgeben. So, Leute, da müssen wir jetzt eine Sekunde warten. Bevor wir jetzt einen fatalen Fehler machen. Fatal! Okay. Na? Das ist Sirion. Gibst du ihr die Seele, bekommst du eine Waffe. Killst du sie, bekommst du beide ihrer Waffen und das Rüstungsset. Nein, sie kommt später nicht wieder. Die Rüstung sieht jetzt nicht so geil aus. Waffe würde mich schon eher interessieren. Ich würde sagen, du machst ja, lässt dir die Waffe geben und killst sie. Mit der Seele. Also auf jeden Fall. Gefangen. Sonst, ich glaube nicht. Sie gibt dir dafür eine Waffe. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Dunkel, Silberstrahl, Goldstrahl. May the Lord guide thee. Oh, jetzt hast du zwei Waffen gekriegt. Ich wollte sagen. Dunkel, Silberstrahl. Skaliert mit S auf. Ja, nett. Nett. Die müssen wir hochballern. Die geht bestimmt ab. Und mit A auf Geschicklichkeit und macht mehr Damage. Ist die Frage, was ist nach hinten raus besser? Zusatzeffekt 300 Blutungsschaden und das nicht. Das macht kritischen Schaden. 160, ja gut. Und eine Eskalierung ist natürlich schon... Boah, da würde ich ja sogar fast googeln, was von beiden wir hochballern. Mich würde erstmal interessieren, was brauchen wir überhaupt, um das hochzuballern? Und du meinst, ich soll sie töten? Ich weiß nicht, sie hat uns jetzt zwei Waffen gegeben. Müssen wir sie jetzt töten? May the Lord guide thee. Sieht aus wie ein leichtes Rüstungsset, sowas wie unser Schwarzgoldsaum, nur halt in nicht Schwarzgoldsaum. Okay, du machst. You humans, always taking what you please. Oh, 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 du hast deine beiden Schwerter, das ist aber... Auf jeden Fall schnelle Waffen. Ja. Aber sie ist lange nicht so stark wie Artorias. Ich dachte, das schaffe ich so der nächste epische Bosskampf, weißt du so. Machst du jetzt? Oh, ich dachte mal, vielleicht kann ich sie in einen schweren Angriff locken. Ach so, das war ein schwerer Angriff. Ey, mal kein Gift hier machen, du. Dinger, die du da auf mich wirfst. Nein, jetzt geht das nicht. Das ist schon hart. Also ich bin hier, um zu trauern, aber ich will deine Rüstung haben. How? You humans, my dear. Ich dachte, man kriegt eine Waffe. Ja, wir haben ja jetzt schon zwei gekriegt, ne? Ja, will noch eine. Noch eine. Ich bin greedy. Na, gut. Da hätte man sie auch nicht lassen können. Hinterher ist man immer schlauer. Wie hießen die Waffen? Dunkel, Silber, irgendwas und... Strahl, ne? Was bist du denn hier für ein interessantes Leuchtfeuer? Was? Duell, Ruine. What? Team-Ruine. Das würde ich nicht mit 20.000 Seelen machen. Team-Podium. Ich glaube, wir sind hier in einem PvP-Bereich. Ja. Tafel der Legenden ansehen. Duell-Legenden. Oh. Okay.
Okay. PvP-Klinge hätte schon wieder mega interessant war. Ha. Kommt man hier überhaupt hin? Das, da ist ein Leuchtfeuer. Alles klar. Wache, warst du das gerade? Verzündet. Ich glaube fast echt, ich möchte gleich mal PvP machen. Wenn wir schon hier sind. Oder was meinst du? Ja, warum nicht? Ich würde... Hier komme ich doch bestimmt nicht rein, oder? Verschlossen! Das war ja fast nicht zu erwarten. Da fällt man komplett runter, oder? Fällt man nicht da? Nee, ich glaube, da falle ich komplett runter. Dann lassen wir das mal lieber sein. Was haben wir denn hier hinten? Ah, sieh mal einer an. Ein Item. Eine Heldenseele. Nehmen wir. Jetzt bin ich neugierig. Lass mich bitte nicht durchfallen. Okay. Achso, dass sie einfach treffen. Okay. Also hier wird empfohlen, wenn man kämpfen möchte, eher den Goldstrahl zu nehmen. Mhm. Es ist allerdings wohl eigentlich so gedacht, wenn du das machst. Dass man beide benutzt. Genau, eine links, eine rechts. Ja, hat sie ja eben gerade auch gemacht gehabt. Richtig. Dann bist du nämlich dann über Speedy Gonzales. Ja, das widerspricht aber ein bisschen unserem Kampfstil eigentlich, ne? Ja. So, gehe ich jetzt zu PvP oder nicht? Ach komm, wir gehen erstmal weiter. Hast du dich ans Läufer jetzt? Ja. Stadt Ulasil. Oh, was bist du denn da? Alles klar. Das ist ja gar nichts. Aufgeblähter Kopf. Ich hab ihm gerade seinen Kopf weggenommen. Kann er bitte auch verschwinden? Voll unrealistisch, das Game. Ja, mal echt mal. Ich glaube, der Hausdach lag ein Item. Ja, ich glaub's. Ich guck alle zwei Minuten panisch rüber, ob das mitgemacht funktioniert. Fast ein bisschen weit gerollt. Ja. Oh, das sind so ein paar. Kurz pausieren, das ist nämlich gerade eine 33 Minuten Folge. Ach, mach du mal ein bisschen weiter, ich sag mal kurz Hallo. Alles okay, gut, wie du möchtest. Soll ich nicht Hallo sagen? Kannst nachher Hallo sagen, wenn du gehst. Ach, na. Na gut, okay, dann spielen wir als zwei weiter. Also, hier, der Zuschauer und ich. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Ein Shortcut irgendwo hin. Frage, nächste Frage. Dann kämpfen wir erstmal die beiden. So, und weil das unhöflich ist, werde ich jetzt auch einmal Hallo sagen gehen, liebe Leute. Wir beenden die Folge an dieser Stelle. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.